Important Announcement. In dieser Folge ist die Audioqualität leider ein bisschen am Rauschen. Könnte auch sein, dass sie gerade ein bisschen hier am Rauschen ist und ein bisschen am Hallen ist, während ich das hier gerade aufnehme. Wenn ja, tut's mir leid. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich versuche es zu fixen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Surviving Mars mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Ja, ich bin kein Stier. Nein, wir spielen es mit der Falcon 67, meiner wunderbaren Rakete. Erste Folge Surviving Mars. Habt ihr, soweit ich weiß, für abgestimmt? Oder, obwohl, nee, es war 25% zu 25%. Die anderen 50% haben dafür abgestimmt, dass ich eh beide spiele. Ja, okay, bin ich auch quasi selbst dran schuld, dass ich das überhaupt als Möglichkeit zum Abstimmen anbiete. Aber ja, egal, jetzt landet erstmal die Rakete. Hallo. Hoffentlich ist alles mit dem Sound so gut. Wenn nicht, dann wird das nach ein paar Folgen behoben sein, Leute. Erkundung. Jo, müssen wir erstmal diese ganzen Gebiete scannen. Also müssen wir nicht, aber mehr praktisch. Ja. Dann mal wieder an unser Grundstück ranzoomen. Ja, ich weiß, wie man die Kamera bewegt. Ich bin nicht dumm. Ich weiß auch, wie man Gebäude errichtet. Ich habe mir ein paar Fertigsachen schon geholt. Wir müssen jetzt sozusagen eine Infrastruktur aufbauen. Diesen Drohnen und Transporter und alles, die dann halt eine Infrastruktur für uns aufbauen werden, damit dann irgendwann die ersten Kolonisten kommen werden. Das geht relativ schnell. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal ein paar Generatoren. So, ungefähr hierhin. So, ich glaube, die werden wir einfach mal alle aufstellen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Und ja, die haben dann hier halt den Strom. Dann würde ich sagen, stellen wir als nächstes das Hub für die Drohnen hier auf. Denn die Drohnen hier, die brauchen nämlich auch jemanden, der sie kontrolliert. Im Moment werden sie noch von der Rakete kontrolliert. Aber das bleibt nicht mehr lange so. So. Dann machen wir jetzt mal so. Ja, so. Kabelverbindungen. Und dann beschleunigen wir einfach mal ein bisschen die Zeit. So, jetzt wird der Drohnen-Hub aufgebaut. Und der hat noch keine Stromverbindung. Jetzt hat er eine Stromverbindung. Jetzt sind auch alle Drohnen erfolgreich hier dran angeschlossen. Dürfen sie zumindest? Ne, nur alle 4 Drohnen. Hier sind noch 6 dran angeschlossen. Aber würde ich mal sagen, solltet ihr auch eigentlich mal die Metalle abbauen, Jungs. Oberflächen können mit Hilfe von Drohnen abgebaut. Sie sammeln automatisch Ressourcen und transportieren sie dorthin, wo sie benötigt werden. Achso, stimmt, wir haben noch gar kein Lager. Das brauchen wir noch. Erstmal ein Metalldepot hinstellen und schon fangen sie an, die Metalle zu holen. Alter, diese süßen kleinen Fratze. Und wir können noch forschen, stimmt. Aber wir haben noch gar keine Forschungseinrichtung. Ja, fortschrittliche Triebwerke, warum auch nicht. Und dann stellen die erstmal alle Metalle in dieses Depot. Und wir haben auch noch diesen ferngesteuerten Transporter. Der sammelt auch Ressourcen ein. Also war die was ein bisschen schneller? Nein, nicht wirklich. Aber er hat halt sehr viel Platz zum Lagern. Und den lassen wir das alles jetzt einfach erstmal einsammeln. So, ja, wir müssen jetzt unsere ganzen Produktionen erstmal aufstellen. Ein Betonextraktor. Hier haben wir direkt einen Betonvorkommen. Und da müssen wir dann jetzt natürlich noch das Stromkabel hinleiten. Lalala. Blockierende Objekte. So. Müssen wir es jetzt durch die Steine navigieren? Bum, 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 bum. Nicht funktionierende Gebäude. Ja, kein Wunder. Es hat auch noch gar keinen Strom. So, hier haben wir ein sehr kleines Betonvorkommen. Das ist nicht viel Beton. Naja, egal. Da haben wir eine Anomalie, aber können wir noch gar nicht richtig machen. Oh, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Hör auf, hör auf, hör auf. Wie kann ich den dazu bringen, aufzuhören? Digga. Ressourcen entladen. Vielen Dank. Nicht Ressourcen einladen, Gott, bitte. So, das Lager ist jetzt wirklich recht voll. Und jetzt haben wir auch schon mal einen Betonextraktor. Dafür brauchen wir dann aber noch, ja, Gesteinsabfälle, die gibt es natürlich noch auch beim Betonabbau. Für alle Betonabbauer unter euch, ihr werdet euch auskennen. So, dann mache ich nochmal ein Betondepot hier hin.
So, die Rakete braucht natürlich noch Treibstoff. Ist das in der Lebenserhaltung? Nein, macht keinen Sinn. Treibstoffraffinerie, hier ist es. So, Treibstoffraffinerie, machen wir direkt mal zwei nebeneinander. Warum denn auch bitte nicht, wenn wir schon die 2 gratis haben? So, das ist die Sauerstoffproduktion, das ist die Wasserproduktion. Wasser brauchen wir natürlich auch. Und das auch, um den Treibstoff überhaupt erst herzustellen. Und dafür wird auch Wasser benötigt. Die können wir dann, wo ist es, mit einem Rohr leiten. So. Und so, perfekt. Oh, deswegen kann ich sozusagen weg. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur so machen. Nein, auch weg damit. So, perfekt. Perfekte Rohre und ein Sensorturm, stimmt. Der dürfte in der Infrastruktur sein. Keine Kabelverbindung, nicht mehr. Dann bauen wir nochmal einen Drohnenhub hier hin und gleich ein paar Aufladestationen direkt dahin. Denn unsere Drohnen brauchen ja natürlich auch Strom. Ein paar Aufladestationen sind hier schon dabei, aber noch nicht ganz genug. Und wir haben noch nicht genug Wasser. Wow, ja, kein Wunder, da ist natürlich noch ein bisschen was übrig. Hallo? Achso. Ups. So, war gerade ein bisschen verwirrt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Moxie. Ein Sauerstoffhersteller. Perfekt. Wir auch. Dann einfach direkt daneben mal einen Sauerstofftank. Perfekt, da passt er genau hin. Ein Wasserturm, warum auch nicht? Sektor gescannt. Der hat schon 13 Treibstoff. Priorität, bla bla bla. Der hat natürlich eine hohe Priorität, beziehungsweise die Falcon 67, wunderbare Rakete, habe ich selbst benannt. Wie sieht es mit dem Vorkommen aus? Nicht so toll. Nicht so lecker. Okay, das ist natürlich auch schnell voll. Die marsianische Spur, was? Die marsianische Spur. Die Kommandozentrale auf der Erde hat soeben ein neues Projekt freigegeben, um unsere Operation auf dem Mars zu erweitern. Der schier endlose Strom wissenschaftlicher Daten, der vom roten Planeten gesendet wird, ist zu umfangreich, um selbst von der größten Wissenschaftsorganisation bewältigt zu werden. Der Vorstand unseres Sponsors hat gerade die Entscheidung bekannt gegeben, die Daten an Dritte weiterzuverkaufen. Dazu sollen auf dem Mars abgelegene Übertragungsanlagen errichtet werden. Effekt, du hast das neue Spezialprojekt Erkundungsdatenzugang entdeckt. Es kann mehrmals abgeschlossen werden, um Geldmittel zu erhalten. Okay. Da ist das neue Spezialprojekt. Okay. Die Ort verändern. Expedition aussenden. Cool. Generiert Geldmittel. Okay, dann sende ich meine Expedition aus. Ach so, dafür brauchen wir eine Rakete. Okay, dann müssen wir die Falcon wohl erstmal aufladen, um dahin zu kommen. Hoffentlich kommt die dann auch zurück. Und das Ding hier hat keinen Strom. So, dann wird das noch aufgeladen. By the way, ich habe das Spiel komplett gratis im Epic Games Store bekommen. Also ich habe kein Geld dafür ausgegeben, aber ich hätte auf jeden Fall Geld dafür ausgegeben. Sehr cooles Spiel. Bin ich sehr glücklich, dass ich das gratis bekommen habe. Aber im Landwirtschaftssimulator aber auch so kacke. So, ich kaufe das irgendwie so für 25 Euro. Eine Woche später ist das im Epic Games Store gratis. Scheiße passiert. Aber egal. Und das Ding hier baut brav Beton ab. Leider ein bisschen zu schnell. Kuppeln, ja. Haben wir denn schon alles, was wir brauchen für eine Kuppel? Tatsache, ich glaube, wir haben schon alles. Ich glaube tatsächlich, wir können schon eine Kuppel bauen. Die haben wir tatsächlich auch schon geschenkt. Keine Kabelverbindung. Okay, dann erstmal natürlich
Wenn da Menschen drin leben, brauchen die natürlich auch Strom. Macht ja Sinn. Dann noch so ein Rohr dahin leiten. Perfekt. Baut, meine Freunde. Baut. Drohnen sind überlastet. Die Rakete ist voll, Leute. Wir können das Spezialprojekt mal Expedition aussenden. Die Falcon 67. Dann schicke ich sie mal dahin. Warte auf Ankunft der erforderlichen Fracht. Warte auf die Entladung unnötiger Fracht. Ach so, da mache ich noch ein Universallager. Dann kann nämlich alles sein. So, Leute. Wieso packt ihr da so viel Treibstoff rein? Och Gott, wir brauchen noch 100 Treibstoff. Wie geht das auf dem Weg zu einem Schießfahrzeug? Nein, das sieht doch gar nicht. Wir brauchen Polymere dafür? Expedition abbrechen. Ja, wir haben keine Polymere. Tut mir leid. Dann lade mal ein bisschen aus, okay? Okay, machen sie hoffentlich jetzt. So, Leute. Jetzt baut mal hier auch die Kuppel. Lol, das ist ja richtig beschleunigt eigentlich, ne? Wie langsam ist denn das? Oh mein Gott, das ist lang. Da arbeitet auch nur eine Drohne dran und jetzt nicht mehr. Wow, jetzt ist sie komplett weg. Jungs, die Priorität davon ist hoch. Oh Gott, das Vorkommen geht echt schnell leer. Dann brauchen wir langsam mal ein neues. Rup. Okay, bisher wurde hier nichts entdeckt. Mir wurde gesagt, dass die Gegend hier relativ flach ist. So viel dazu. Vorgeschlagenes Gebäude, Wohnanlage, wow. Ach so, die Kuppel ist fertig, lol. Würde ich sagen, pausieren wir erstmal. Wohnanlage. Packen wir mal dahin. Spielplatz, Schule. Boah, ist das groß. Wir werden aber erstmal noch gar keine Kinder sein. Forschungslabor. Das packen wir mal dahin. Warum auch nicht? Häuser, Bildung, Forschung, Spielplatz. Kindertagesstätte ist die noch. Die hat eine akzeptable Größe. Oh Mann. Diese Steuerung regt mich ein bisschen auf. Weltraumbar. Wartung, ein Beton. Ja, warum nicht? So. Casino. Uff, das Ding ist teuer. Dann noch eine Station hier. Perfekt. Oder vielleicht noch zur Dekoration ein kleiner Brunnen dort in die Mitte. Statue. Kann man ihn. Oh, schade, man kann ihn nicht in die Mitte bauen. Dafür gibt es aber, soweit ich weiß, auch Spitzen. Kuppelspitzen, genau. BRS. Ja, da ist es. Aber ja, es gibt da auch noch ganz viele verschiedene. Kunstladen. Oh, Lebensmittelgeschäft, stimmt. Gibt ja auch noch Lebensmittel. Brauchen wir ja auch. Dann noch Hydrokulturfarm mal hier hinklatschen. Ja, jetzt baut mal. Baut, meine kleinen Drohnen, baut. Kann man eigentlich so Sauerstofftanks? Nee, ist ein Außengebäude. Kann man nur außen bauen. Baut. Natürlich zuerst die Wohnanlage und die Falcon kann starten. Dann starte mal. Uff, das ist viel Dampf. Oh nein, mein Transporter ist verdampft. Oh Gott, das klang, als ob der richtig verdampft wäre. Nein, das ist nicht passiert. Forschungslabor, aber auch elektronische Geräte haben wir doch. Keine aktive Forschung. Stilllegungsprotokoll, das ist sehr wichtig. Kommt alle rein, meine Drohnen. Und baut. Drei Arbeits... Okay, 14... 14 Plätze. 14 Wohnplätze sind hier drin. Also hier können 14 Leute bisher drin leben. Ja, die haben jetzt gerade alle Probleme. Weil da noch keine Menschen sind, die da drin arbeiten. Weil Menschen gebraucht werden, die darin arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Rakete erstmal holen soll. Also einfach eine Frachtrakete. Die mir einfach ein paar Drohnen holt. Denn Drohnen sind sehr wichtig. Einfach mal so 15 Drohnen. 450 Millionen. Ach du Scheiße. Das ist ein bisschen teuer.
Ferngesteuerter Kommandeur brauche ich nicht. Ich brauche nur einen ferngesteuerten Erkunder noch. Ach, du Kacke. Ja, dann würde ich sagen, das ist die Falcon 3000. Aber schon die Falcon 67. Und ja, starten wir die mal. Denn ich stehe jetzt auf dem Weg, dass die Falcon 67 und die Falcon 3000, die gerade auf dem Weg zu uns ist mit 15 Drohnen. Da ist unser Geld. Ist der Export. Wir können echt Exporte durchführen. Das ist wirklich cool. Und wir haben 18 Arbeitsplätze. Und das jetzt schon. Und da wird ja noch die Farm gebaut. 21 Arbeitsplätze. Ach du Scheiße, Leute. Das ist ein bisschen viel. Bewohner? Wohnraum für Kinder? Da wohnen Leute drin? Nee. Keine Ahnung. So, hier. Da gibt es irgendwo was Unnötiges. So, die Arbeitsschicht stoppe ich auch mal. Ach du Kacke, Sicherheitsstation. Ja, Sicherheit gibt es in der Nacht nicht. Und das auch nicht. Ja. Jetzt haben wir 13 Arbeitsplätze. Es wird ja auch nicht überall wirklich was zwingend benötigt. Deswegen mache ich die Arbeitsschicht mal noch da hin. Perfekt. Ich würde sagen, die Falcon kommt dann gleich mit Passagieren zurück. Das Vorkommen leert sich auch immer weiter. So Leute, das war die erste Folge von Surviving Mars. In der zweiten Folge wird die Audio leider immer noch so kacke sein. Tut mir leid. Ich habe das an einem Stück aufgenommen, die ersten beiden Folgen. Und mir ist es dann halt nicht aufgefallen, dass mein Mikrofon gefühlt unter meinem Schreibtisch war. Ja, also ihr hört jetzt auch gerade, das hört sich wieder ein bisschen besser an. Also hoffe ich zumindest. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!